Ich stelle euch heute das Unwort des Tages vor. Das Unwort des Tages heißt Unterordnung. Es hat zwei schreckliche Teile, Unter und Ordnung. Also ich bin nicht wirklich der Sieger, sondern ich bin irgendwie untergeordnet. Und Ordnung klingt ja auch schon so ein bisschen einengend und so Ordnung zu haben. Aber das ist das Wort, was Paulus ganz oft benutzt und was wir heute entdecken werden bei Bibelintensiv. Letztlich geht es nämlich um diese Medaille. Es geht um eine Kultur der Ehre. Unterordnung heißt, ich nehme meine Medaille, wo ich denke, Mensch, die habe ich mir aber eigentlich verdient, nehme ich ab und hänge sie jemand anders um. Das kann ich natürlich nur, wenn ich nicht in der Kultur der Belohnung lebe, sondern in der Kultur der Ehre, einen anderen zu ehren, höher zu achten als mich selbst. Sei gespannt, wir gucken in den letzten Teil von Bibelintensiv. So, dann herzlich willkommen zu unserem fünften und letzten Teil von Bibelintensiv über den Epheserbrief. Genau, wie in der Einleitung schon gesprochen, geht es heute um Unterordnung. In dem ersten Teil, vor unserer kleinen Pause, geht es um Unterordnung in dem Bereich Ehe, Familie und Beruf. Da wird es so ganz praktisch, so ganz um Beziehungen, so ganz real in unserem Alltag, in unserem Leben. Und nach der kurzen Pause geht es nochmal um das Böse. Der Epheserbrief schreibt einige Male von der unsichtbaren Welt und dem Teufel, Satan und seinen Machenschaften. Das schauen wir uns an. Es wird also ein ganz buntes Allerlei am Ende dieses Briefes mit ganz wertvollen Inhalten. Wir beginnen Kapitel 5, 21. Dort heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Dieser Satz steht in manchen Bibelübersetzungen noch in dem Kapitel davor oder in dem Sinnabschnitt davor und manche in dem Sinnabschnitt, den wir jetzt lesen, weil der ist nicht so richtig zuzuordnen. Das Ganze mit der Verseinteilung und Kapiteleinteilung am Rande mal, das ist ja nicht biblisch, sondern das wurde im 16. Jahrhundert erfunden von dem Franzosen, Theologen und Buchdrucker Robert Estienne. Und es gibt so eine kleine Anekdote für Theologiestudenten, dass er in einer Kutsche unterwegs war und Bibel gelesen hat. Jedes Mal, wenn ein Stein kam auf dem Weg, hat er so einen Strich gemacht. Deswegen sind manchmal die Kapitel oder die Verse vielleicht gar nicht so sinnentsprechend, aber meistens ist es ja total hilfreich. Aber hier gehen wir so gerade über die Kapitel ein bisschen drüber weg. So ist dieser Vers 5, 21. So ein Vers, der gehört eigentlich noch zu dem Abschnitt davor, eröffnet aber auch den ganzen Abschnitt danach. Das ist so eine Brücke, so ein Scharnier, deswegen ist der so wichtig. Der holt erstmal das ganze Kapitel 5, 19 bis 20, 21 zusammen. Ihr könnt nochmal reinlesen. In dem Abschnitt geht es um die Ermutigung, um Lobpreis, um Dankgebet. Aus dem her kommen wir, wenn wir über Unterordnung reden oder ordnet euch unter. Und gleichzeitig lenkt es diesen Blick nach vorne zum Thema Ehe, Familie und Beruf. Das ist wichtig, diesen Vers zu wissen, weil der steht wie als Überschrift über alle Bereiche, über Männer und Frauen, Ehemänner, Ehefrauen, Kinder und Väter, wie es da heißt, und Sklaven und Herren. Das kommt von dem Dankgebet, von der Ermutigung, von dem Heiligen Geist, von Lobgesang, von Sprachengebet. Das ist die Überschrift über diese Unterordnung. Schauen wir uns den Vers deshalb nochmal kurz genauer an. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterordnen, also den anderen höher achten als mich selbst. Worum geht es da eigentlich? Ich habe hier so eine Hierarchie aufgebaut, so eine Abstufung, so eine Prioritätenliste. Und genau darum geht es hier in diesem Vers. Was ist ganz oben? Und was kann auch weiter unten kommen? Augustin hat schon gesagt im 4. Jahrhundert, dass das unser Problem ist, dass wir die verschiedenen Schichten der Liebe durcheinander bringen. Das sind ja alles gute Dinge, die unser Leben bestimmen. Da geht es um Sport, um Ehepartner, um Kinder, um Arbeit, um Gemeinde, um mich. All diese Dinge. Die Frage ist nur, in welcher Priorität stehen die? Was steht ganz oben? Und was kommt dann als nächstes? Und Augustin sagt, das genau ist das Problem. Das ist das Problem von Sünde, dass wir die Ebenen vertauscht haben. Und Paulus sagt, ordnet euch einander unter und lebt nicht mehr so.
Lebt nicht mehr so in euch gekrümmt, wir hatten das mehrfach im Epheserbrief, das was Sünde ist, in mich verkrümmt zu sein, nur mich selber zu sehen und alles andere dem unterzuordnen. Paulus sagt hier, wenn es ganz konkret wird, damit fängt es an. Wer ist Nummer 1? Und dann beschreibt er natürlich, wer Nummer 1 ist, nämlich die Furcht Christi. Wenn wir über Unterordnung mit Menschen nachdenken, dann geht es immer zuerst darum, unter Christus zu sein. Das Wort Furcht, was hier steht, kommt aus dem Gedankenwelt der Ehrfurcht, Kultur der Ehre, genau. Hier steht, es geht nicht darum, Angst zu haben vor Gott, sondern dass Gott quasi Ehre gebührt, dass Christus Ehre gebührt und dass deshalb ihm Ehrfurcht gebührt. Also unter Unterordnung ist erstmal Christus der, der oben ist. Und dann ist der Vers ganz interessant, weil da steht, ordnet einander unter in der Furcht Christi. Was dort angedeutet ist, dass hier keine Hierarchie herrscht. Interessant ist, wenn wir diese Bereiche durchgehen, da kommen immer beide Seiten dran. Das war damals etwas komplett Neues. Man nennt diesen Textmodus Haustafel, weil alle, die so in so einem Haus vorkommen, da jetzt mal drankommen und benannt werden. Normal wäre, dass der Mann irgendwie oben steht und dass der Vater oben steht und dass der Herr über den Sklaven oben steht. Aber Paulus notiert immer beide. Wenn wir über die Unterordnung unter Christus sprechen, ist danach keine Hierarchie, sondern ein Kreislauf des Segens. Ich ordne mich dir unter und du ordnest mich mir unter. Das ist ganz wichtig, vor allem wenn wir gleich auch in die Frage nach Ehemann, Haupt der Frau, Ehefrau und so sprechen, dass das hier eingereiht ist in das Einander. Es ist nicht mehr eine Hierarchie, sondern ein Kreislauf des Segens. Das ist die Kultur der Ehre. Unter Christus funktioniert das. Also der erste Abschnitt geht es um die Unterordnung im Bereich der Ehe. Und ich lese jetzt weiter in unserem Kapitel 5, Abvers 22. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, das war 21 dann, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und jetzt kommen die Männer dran. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Das war jetzt nach der Elberfelder Übersetzung, du hast vielleicht zu Hause eine modernere, um das zu lesen. Erstmal ist interessant, ihr habt es vielleicht schon gemerkt als aufmerksame Epheserleser, es geht immer wieder um Gemeinde. Genau, auch jetzt, wo wir ins Private gehen, spielt Gemeinde eine zentrale Rolle. Wenn wir diesen Wert und die Achtung und die Bedeutung von Gemeinde gesehen haben, dann ist das nicht nur etwas, was irgendwie sich abspielt, wenn wir in das Haus der Gemeinde kommen oder zu einer Gemeindeveranstaltung gehen, sondern es spielt hier in der kleinsten menschlichen Einheit zwischen zwei Menschen, der Ehe, eine bedeutende Rolle, wie wir gleich noch sehen werden. Als erstes spricht Paulus zu der Frau. Er spricht von Unterordnung, später in dem letzten Vers von Ehrfurcht, Ehrerbietung. Wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll die Frau sich dem Mann unterordnen, als Bild für die Ehe. Nun, die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, was bedeutet es? Das sind Verse, die leider in der Kirchengeschichte immer wieder missbraucht wurden, um Frauen zu unterdrücken.
Schauen wir uns mal den Kontext weiter an. Zweitens wird der Mann quasi herzitiert und ihm wird gesagt, der Mann soll die Frau lieben. Wie Christus die Gemeinde liebt und sich hingegeben hat, so ist die Ehe hier das Bild von Christus und Gemeinde der Beziehung. Also in beiden Relationen von der Frau zum Mann und von dem Mann zu der Frau wird das Verhältnis zwischen Gemeinde und Christus herzitiert. Und allein das lässt schon quasi alles weg, was man irgendwie... Wenn wir uns Christus unterordnen, dann hat hier unten das nichts mehr mit Machtspielen zu tun. Ganz im Gegenteil, sondern mit Liebe. Paulus bringt hier noch einmal das Bild von dem Haupt und dem Leib, was hier durchzieht durch den ganzen Epheserbrief. Hier bezieht er es jetzt auf Mann und Frau, auf Ehemann und Ehefrau. Das Bild von der Gemeinde wird hier nochmal zitiert. Wichtig ist, dass das nie als Hierarchie gemeint ist oder jetzt ist der Mann der Chef, sondern letztlich ist diese Unterordnung eine andere Form der Hingabe. Ich möchte es mal einem Beispiel deutlich machen. Also ein Ehepaar möchte sich ein Auto kaufen, zum Beispiel ein Fiat Panda, und sie können sich nicht einigen, welche Farbe sie nehmen. Ja, die Frau möchte rot irgendwie, so ein schönes, knalliges Rot, und der Mann sagt, nee, es soll blau sein, ein bisschen sachlicher. Und welche Farbe kaufen sie? Wer letzte Woche zugeschaut hat, vermutet jetzt lila, aber das ist diesmal nicht die richtige Antwort, sondern, was wird passieren? Wird der Mann sagen, Liebling, in Epheser 5 steht, die Frau muss sich dem Manne unterordnen, wir kaufen blau. Nee, weil er liebt ja seine Frau, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er kann gar nicht anders als seiner Frau zuliebe rot wählen. Genauso wie die Frau auch nicht sagen wird, ja Schatz, du musst mich aber lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sogar sein Leben gegeben, du musst jetzt dein Leben geben und deswegen kriege ich 2 rote Autos oder so. Merkt ihr, wir stellen manchmal Fragen an den Text, die da eigentlich gar nicht benannt sind. Das Haupt der Frau, der Ehemann, der ist aufgefordert, seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Deshalb, es hat nichts mit Macht zu tun oder Unterdrückung. Leider wurde das, wie gesagt, nicht immer so ausgelegt. Der Mann ist aufgefordert, seine Frau so zu lieben, als wenn er sein Leben für sie aufs Spiel setzt. Das hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Nun, warum gibt es dann hier diese 2 Beschreibungen? Warum wird hier gendermäßig das so aufgeteilt? Warum sagt er zu der Frau, sie soll den Mann ehren und zu dem Mann, er soll die Frau lieben? Ich glaube, das hat damit was zu tun, wie unterschiedlich Gott uns gemacht hat. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Liebe und Respekt. Und jetzt kann man bei diesem Mann-Frau-Schema immer so ein bisschen auch skeptisch sein und da gibt es auch Grautöne und so. Ich möchte auch nichts über den Kamm scheren, aber ich glaube, da steckt trotzdem viel Weisheit drin. Ich erkläre es kurz. Sie, die Frau, wünscht sich Liebe, Nähe, nach der sie sich sehnt, so heißt es hier. Und der Mann, der wünscht sich Respekt, Anerkennung, die er sich wünscht. Ich glaube, Gott hat uns wirklich unterschiedlich gemacht, auch wenn es da Nuancen gibt und Dinge mal wechseln, ganz klar. Aber so im großen Ganzen kann man sagen, so beschreibt es die Bibel, dass Frauen suchen eher Sicherheit, suchen Liebe, suchen Geborgenheit, fragen den anderen danach, Zeit mit ihnen zu verbringen, die Liebe auch zu zeigen, liebst du mich? Ja, ich habe ich dir gestern schon gesagt, nützt nichts. Genau, da ist eine tiefe Sehnsucht nach Liebe und nach Nähe und nach Sicherheit. Und bei Männern, um jetzt mal so in diesem Schwarz-Weiß-Bild zu bleiben, ist es eher der Wunsch nach Anerkennung. Das, was ich tue, was ich leiste, was ich schaffe, nach Wertschätzung für das, was ich tue, was ich erreicht habe oder was ich geschafft habe. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Und Gott legt es in seiner Bibel auch nahe, dass das genau die Ergänzung ist, dass wir einander brauchen. Wichtig ist dann, zu lernen, die Sprache des anderen zu sprechen, wie in diesem Buch 5 Sprachen der Liebe. Hier sind es jetzt 2 Sprachen, Liebe und Respekt. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben. Da kommt ein Ehepaar zu einer verbotenen Corona-Grillparty. Bald ist ja wieder erlaubt. Die kommen zusammen auf die Grillparty und wenn er weiß, wie er ihr einen schönen Abend bereiten kann, dann kommt er immer wieder zu ihr hin, hält vielleicht mal die Hand, sagt ihr was Nettes, kommt ihr nahe, streichelt ihr vielleicht zärtlich über den Arm,
kommt ab und zu vorbei, wie es ihr geht. Er zeigt ihr ihre Liebe und gibt ihr Zeit und Raum und nimmt sie wahr. Für ihn ist es vielleicht das Schönste, wenn sie mal in einer größeren Runde, wo er auch dabei steht, stolz darüber berichtet, dass er Holz gehackt hat und dass er Bäume gefällt hat im Wald und jetzt ganz viel Holz da ist für den nächsten Winter oder so. Wenn sie allerdings meckert über seine Leistung, soweit mal als kleiner Tipp von mir als Mann, wenn sie meckert und sagt, du immer mit deinem Holz und du machst alles dreckig und alles blöd, dann trifft das schon ein bisschen die Seele des Mannes. Also mit Holz muss man sowieso ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man dem kritisiert, was der Mann geschafft hat, und da können Frauen ja schon auch gut meckern manchmal, jetzt muss ich aufpassen, das trifft die Männer schon ziemlich hart. Also wir Männer brauchen und wünschen uns Respekt und das weiß Gott, weil er uns so geschaffen hat. Und deswegen sagt er der Ehefrau, ordnet euch unter, ehrt euren Ehemann. Und Gott hat die Frau so gemacht, dass sie sich nach Liebe sehnt. Und deswegen sagt Paulus den Männern, uns Männern, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Noch eins wird deutlich an diesem Text. Ich bleibe an dieser Stelle ein bisschen länger, weil da viele spannende Dinge drin sind. Hier wird nochmal beschrieben, was der tiefste Sinn der Ehe ist, in diesem kurzen Text. Ist es Liebe? Ist es Romantik? Ist, dass es mir gut tut? So wird ja heute Beziehung verkauft, Verliebtsein verkauft, einen Partner zu haben, in der Ehe zu sein. Da muss man sich nur die ganzen Hollywood-Filme angucken. Große Liebe, große Romantik, alles schön matt geblendet und Filter und lalalala. Paulus geht hier einen ganz anderen Weg. Und das bildet eine ganz andere Basis für jede Beziehung und jede Partnerschaft. Er vergleicht ja, wie gesagt, Christus mit der Gemeinde. Und dann fragt er lang in diesem Mittelteil, ihr könnt nochmal reinschauen, Vers 26 bis 29, redet er nicht von Harmonie, redet er nicht von Romantik, sondern da redet er von Heiligung, von Reinigung. Wenn Christus sich jetzt die Gemeinde erworben hat durch sein Blut am Kreuz, was ist dann die Aufgabe von Christus für die Gemeinde? Paulus beschreibt es hier, die Heiligung, dass er jetzt die Gemeinde reinigt. Das erinnert uns an das Wort Jesu von dem Weinstock, wo der Weingärtner kommt und die Früchte und die Reben reinigt, dass sie noch mehr Früchte bringen. Ein Begriff, der auch zum Unwort des Tages werden könnte, Heiligung. Aber genau das ist es, was Christus in der Gemeinde möchte. Er möchte uns schön machen für den Tag der Vollendung. Und dazu gehören auch Dinge, die uns manchmal schwerfallen, auch aneinander zu reiben und zu kämpfen. Und genau Paulus sagt, so wie Christus die Gemeinde reinigt, so reinigt der Ehepartner und der Ehemann und die Ehefrau sich oder in der Partnerschaft. Es geht auch in der Freundschaft. Zu sagen, was ist eigentlich der Zweck unserer Freundschaft? Dass du mich gut findest und ich dich gut finde und wir da immer auf so einem sanften Harmonielevel irgendwie oben sind? Oder geht es wirklich tiefer? Paulus sagte, der Kern der Ehe ist, einander zu reinigen, Schmutz wegzumachen. Und Paulus hat uns ja im Epheserbrief schon ein paar Mal ziemlich deutlich gesagt, dass wir ohne Christus tot sind, dass wir im Elend sind, dass wir in unseren Begierden sind, all diese Dinge. Und jetzt kommt Christus und reinigt uns und allzu oft durch unsere Ehe oder durch gute Freunde. Und das stellt Beziehung auf eine ganz andere Ebene. Es geht in der Ehe nicht mehr um mich. Dass ich jemand finde, der mich toll findet. Es geht nicht darum, jemand zu finden, der mich so liebt, wie ich bin. Das hören wir oft. Und das ist so, das ist auch schön irgendwie eigentlich, wenn ich jemand habe, der mich so liebt, wie ich bin. Versteht mich nicht falsch, aber das ist Paulus zu wenig. Ehe ist, jemand zu haben, der mich so liebt, wie Christus in mir das geschaffen hat, was noch nicht sichtbar ist. Dass ich jemand habe, der das liebt, was oft noch so verborgen ist und was freigekratzt wird, wie so Steine, die so weggenommen werden und der Hund darunter wird dann das sichtbar, was Gott eigentlich geschaffen hat. Also Paulus betont hier nicht Harmonie vom ersten Tag der Ehe an, sondern er sagt, wenn ihr euch streitet, seid ihr auf dem besten Weg. Wenn ihr den Zorn, also wenn ihr nicht die Sonne untergehen lasst und über eurem Zorn, das hat er letzte Woche geschrieben. Sich zu streiten ist nicht ein Zeichen, dass man den falschen Freund oder Partner gewählt hat, sondern dass wir anfangen, uns gegenseitig zu reinigen. Zumindest wäre das im besten Fall so. Es geht darum, uns schön zu machen
für den Himmel, für den himmlischen Traualtar. Und das ist das nächste Bild, das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, in Vers 32. Dieses Geheimnis aber ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Auch das Wort Geheimnis hat Paulus schon ein paar Mal benutzt im Epheserbrief. Und hier zeigt er was, was einen himmlischen Horizont aufreißt über die Beziehung in der Ehe, über diese Beziehung, die unser Leben so wesentlich ausmacht. Und er sagt, das, was sich hier abspielt, ist ein Zeichen dafür, wie Christus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut in Vollendung zusammen sein werden. Immer wieder quer durch die ganze Bibel spricht Gott von diesem letzten Hochzeitsmahl, von diesem Festmahl, von dem, dass der Bräutigam kommt und seine Braut abholt. Daher dieses Bild der Reinigung, das ist diese jüdische Tradition, sich schön zu machen für die Ehe. Und das gibt es nicht nur in der jüdischen Tradition, das gibt es bis heute tagelang, wochenlang und nochmal zum Friseur und nochmal, zu sagen, ich will schön sein für den Bräutigam. Und darum geht es, wenn wir unterwegs sind und wenn wir einander auch in Freundschaften einander feilen, einander schön machen, einander das rausholen, was Christus in uns hineingelegt hat, was Gott geschaffen hat in uns. So, und dieses größere Geheimnis zu sehen, ist wichtig für Singles und auch für Verheiratete. Für Singles zu wissen, die ultimative Hochzeit steht noch aus. Das, wozu wir eigentlich geschaffen sind, in dem Hochzeitsfest des Himmels zu sein, das steht noch aus und das wartet in Vollendung auf uns. Und das, was hier auf der Erde stattfindet, das ist nur eine Vorstufe, ein Abbild, wie eine Vorspeise, die auch manchmal ganz schön viel Mühe macht. Deswegen dieser Blick in das Weite, das hilft mir. Das hilft Menschen, die nicht verheiratet sind, aber das hilft auch Menschen, die verheiratet sind, zu wissen, okay, ich bin hier noch auf dem Weg. Es muss hier noch nicht funktionieren, es muss noch nicht komplett alle Erwartungen erfüllen. Ich muss nicht von meinem Partner das erfüllt bekommen, was ich mir zutiefst sehne. Die letzte Liebe und den tiefsten Respekt werde ich nicht von einem Menschen hier auf dieser Erde bekommen. Sondern das ist nur das Abbild, das ist die Vorspeise, das ist der Start für das, was in Vollendung bei Gott zu holen ist. Und wenn ich das einsortiere in mein Leben, in meine Ehe, aber auch in mein Single-Sein, dann finde ich darin Erfüllung. So, im ersten Punkt haben wir uns ein bisschen länger aufgehalten. Wir kommen jetzt zu dem Punkt Familie. Und ich lese euch dazu die Verse aus Kapitel 6, ab Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung nochmal, ist ein bisschen einfacher. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und jetzt, Kreislauf des Segens. Kommen auch die Väter dran. Man könnte auch sagen, auch die Mütter. Und ihr Väter, verhaltet euch in euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Nach Luther heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie es der Herr tut. Die Kinder werden erinnert an das vierte Gebot des Dekalog, der 10 Gebote, das einzige Gebot mit einer Zusage ist. Damals war das ganz praktisch, wenn ich meine Eltern geehrt habe, dann habe ich damit geholfen, dass die Familie sich Reichtum, sich Land aneignen konnte. Das heißt, wenn ich das erbe, kann ich selber lange leben in dem Land und kann auch diesen Segen weitergeben von Generation zu Generation. Das hat also Auswirkungen, wie ich ehre. Wenn ich andere ehre, auch meine Eltern, fällt das letztlich in diesem Kreislauf des Segens auf mich zurück. Und dann werden die Väter angesprochen. Warum besonders die? Vielleicht hat es was mit dem Wort Zorn zu tun, was hier erwähnt wird. Reizt sie nicht zum Zorn. Es gibt ein zu viel, weiß die Bibel, von Erziehung. Kindern immer wieder reinzureden oder immer wieder
einfach vielleicht sie auch, ja, vielleicht auch klein zu machen oder immer nur zu korrigieren und all diese Dinge. Ich will da jetzt nicht in Pädagogik einsteigen, aber zu wissen, okay, verhaltet euch so, dass sie keinen Grund haben, auf euch wütend zu sein. Das sind Herausforderungen. Und das geht, wenn ich mich Christus unterordne. Dann ist nämlich nicht mehr mein Ego im Spiel und nicht mehr mein Kind muss funktionieren und vielleicht das leben, was ich nicht leben konnte oder all diese schrägen Dinge. Bei uns habe ich manchmal sogar eher den Eindruck, dass Kinder eine zu wichtige Rolle eingenommen haben. Dass Kinder in der Hierarchie der Liebe zu weit oben gelandet sind und dann Kinder fast schon wie diese Druck der Erwartung spüren, dass sie jetzt mir alles an Erfüllung geben müssen, was ich sonst vielleicht nirgends bekomme. Das ist nur so ein kleiner Randhinweis. Auf jeden Fall ist auch hier wieder die Ehre keine Einbahnstraße, sondern es gibt genau beides, ein Ehren hin und her. Und dann kommen wir in den Kreislauf des Segens. Dann kommen wir, ich muss ganz schön kämpfen mit meinen Blättern heute. Ehe, Familie, zum Beruf. Jetzt geht es um den Arbeitsplatz. Und auch wenn der Vergleich erstmal ein bisschen aus der Antike kommt, steckt ganz viel für uns drin. Kapitel 6, Abvers 5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Ich lese nochmal nach neuer Genfer Übersetzung. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, jetzt dreht sich der Kreis, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Hier geht es um die Worte zuerst an die Sklaven. Und zuerst überrascht das ein bisschen, dass hier nicht sowas kommt, so eine Befreiungstheologie, dass nicht Paulus sagt, so und jetzt wehrt euch, Che Guevara, Kuba, Aufstand, Revolution, irgendwie so. Und es verwundert im ersten Moment, dass er die Sklaven ganz anders anspricht. Aber das ist genau den Weg, den die Bibel geht, auch um soziale Missstände anzugehen. Manchmal ist auch der Protest notwendig. Ganz klar, auch im Namen Jesu. Aber dieser Aufruf hier ist nicht zur Meuterei, sondern eine Veränderung des Herzens durch Veränderung des Friedens. Was hier Paulus skizziert, ist diese leise, stille Kraft, die von innen kommt und die niemand aufhalten kann. Sklaven sollen ehrerbietig im Respekt ihren Herren gegenüberbringen, mit aufrichtigem Herzen, nicht Menschen zuliebe, sondern Christus zuliebe, Gutes tun, Gott dienen. Und Gott sieht das. Das sind Worte, die über die Jahrhunderte vielen auch wirklichen Sklaven, zum Beispiel den Afroamerikanern, viel Halt gegeben haben in ihren Gospeln. Gleichzeitig sind es auch Worte, die auch von Christen, von Herren missbraucht wurden. Auch da ist so wichtig, immer wieder zu wissen, wir sind unter der Furcht Christi und dann nur funktioniert dieser Segenskreislauf. Ich kann das auch auf mein Leben heute übertragen, in meinem beruflichen Umfeld. Vielleicht fühle ich mich auch manchmal als Sklave und fühle mich ausgenutzt. Aber neben diesem, dass wir treu sein sollen, dass wir fleißig sein sollen und respektieren sollen, unsere Vorgesetzten, sticht noch ein Punkt raus, der beachtenswert ist. Paulus macht hier keinen Unterschied mehr zwischen weltlicher Arbeit und geistlicher Arbeit. Die weltliche Arbeit vielmehr bekommt eine geistliche Dimension. Er sagt zu den Sklaven, was ihr tut, das tut Christus. Das war damals nicht vorstellbar. Da war das eine war profan und das andere war heilig. Und so leben wir das auch manchmal.
Und das ist jetzt wirklich eine Revolution. Ich kann Gott dienen, auch wenn ich nicht im Tempel bin, nicht in Jerusalem die Wallfahrt geschafft habe und dort jetzt ein Opfer bringen kann oder so. Ich kann an meinem Arbeitsplatz, wenn ich das zu Ende denke, kann ich dort Gott dienen. Und zwar nicht nur, dass jetzt der Arbeitsplatz ist, wo ich halt Geld verdiene für die Gemeinde oder wo ich Gelegenheit habe, Traktate verteilen, sondern die Arbeit an sich tue ich für Christus und mit Christus. Haare schneiden, Termine ausmachen, Holz sägen oder hacken, Milch kaufen, Computer programmieren, Verband wechseln. All das ist plötzlich nicht mehr getrennt von dem Geistlichen, sondern ich tue es für den Herrn und mit dem Herrn, weil er das ist, was er tut in dieser Welt. Und dann wird aus dem Beruf eine Berufung. Und das umfasst unseren ganzen Alltag. Wenn wir uns Christus unterordnen, dann sind alle Bereiche hier umfasst. Das verändert unser ganzes Leben. Auch die Herren werden hier noch kurz angesprochen. Nicht, dass sie Sklaven freigeben sollen, sondern dass sie sie genauso behandeln sollen, wie die Sklaven die Herren behandeln. Und das ist die eigentliche Revolution in diesem Text. Der Unterschied wird wie aufgehoben. In dem, wie sie sich einander verhalten sollen, ist plötzlich Gleichberechtigung da. Für die damalige Zeit ein völliger Skandal. Quasi, und hat für viel Diskussion gesorgt. Und letztlich immer wieder wichtig zu wissen, Christus ist der Herr und der unbestechliche Richter. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Bösen. So, wir kommen zum Ende des Epheserbriefes. Und wie wenn Paulus hier nochmal den großen Gong rausholt, jetzt geht's um das Böse, um den Satan. In dem ganzen Epheserbrief hat sich ja immer wieder angedeutet, diese unsichtbare Welt. In Vers 2 wird schon vom Fürst dieser Welt, der in den Himmeln irgendwie oder in der Luft unterwegs ist, in der unsichtbaren Welt gesprochen. Kapitel 3 wird davon geredet, dass Gemeinde der unsichtbaren Mächte und Gewalten zeigen soll, die Weisheit Gottes. In Kapitel 4 wird davon gesprochen, dass wir durch Zorn dem Teufel keinen Raum in unserem Herzen geben sollen. Also immer wieder kommen da schon so Anklänge und jetzt nochmal die volle Breitseite. Vielleicht ist es auch der Brief, der am meisten auch von dieser unsichtbaren Dimension des Bösen spricht. Das hat seine Gründe sicher auch in der Stadt Ephesus, in der durch den Tempel der Artemis, griechisch oder auf römisch Diana, viele dämonischen Mächte am Werk waren. Da wurden viele Dinge angebetet, sage ich mal, und nicht nur Menschen. Deshalb heißt es auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass Gläubige, die in Ephesus zum Glauben gekommen sind, ihre Zauberbücher verbrannt haben. Und es steht dort, dass sie sehr wertvoll waren. Das war ein Vermögen, was Menschen dann zerstört haben, weil sie gemerkt haben, da haben sie wirklich das Böse angebetet. Ich musste an der Stelle denken an manch eine Schallplatte, die ich zerstört habe, mit der ich Frisbee gespielt habe, als dieses ganze Backward-Masking in den 80ern und 90er Jahren aufkam. Genau, aber wo sind vielleicht Dinge in meinem Leben auch, wo ich dem Bösen wie so ein bisschen Raum gebe? Nicht, dass es Musik alleine ist, aber was verbinde ich damit? Und genau darum geht es jetzt. Wir gehen näher rein in diese unsichtbare Welt und diese geistliche Kampfführung. Und ich lese Kapitel 6, ab Vers 10 bis 17. Und dann gehen wir rein. Nach der neuen Genfer. Nun noch ein letztes, sagt Paulus. Also er holt, jetzt kommt es nochmal. Also, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft,
das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Die Bibel spricht hier immer wieder, auch im Epheserbrief, von drei verschiedenen Ebenen des Bösen. Im Epheserbrief haben wir auch gelesen, dass es um das Fleisch geht, griechisch Sarx, dieses in sich gekrümmt sein, wo das Böse in mir selber drin ist. Das ist nicht irgendwo da draußen, nicht irgendwie die anderen, sondern in meinem Herzen. Die zweite Ebene ist die Welt, von dem wir auch gehört haben, die uns wie in diesen Zeitgeist hineinnimmt und treiben lässt und oft auch von Gott wegtreibt. Welt gibt es in der Bibel einmal als die geschaffene Welt, die Gott liebt und geschaffen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und an anderer Stelle wird sie als widergöttliche Dimension dargestellt, die einfach die Menschen in ihrem Ganzen ausmachen. Und die Bibel kennt aber auch diesen dritten Bereich, diesen unsichtbaren Bereich, der nicht nur irgendwie das Böse ist, sondern der Böse. Und damit stößt man heute schon gegen viel Kritik vielleicht oder Unglauben, zu sagen, es gibt irgendwie das Böse, das ist irgendwie noch okay, aber wenn es dann heißt, dass das auch eine Person ist, ein Wesen ist in unsichtbaren Bereichen, da stößt man auf viel Unverständnis. Beim Alpha-Kurs zum Beispiel merken wir immer, wenn dieses Thema drankommt, wie widerstehe ich dem Bösen, gibt es immer viele Gespräche. Aber das ist gut, so kommen wir ins Gespräch. Die Frage ist ja, bei uns im Westen oder im westlichen rationalen Kultur, wir wollen alles mit menschlichen Dingen ergreifen. Wir haben ja alles Übernatürliche gestrichen. Wir wollen nur alles erforschen können und verstehen wollen. Und damit sind wir weltweit eigentlich ziemlich allein. Wenn man schaut in große Kulturkreise dieses Globus, da spielt diese unsichtbare Welt eine große Rolle. Und auch ein großes Wissen darum, dass es das gibt. Also sind wir nicht naiv oder bilden wir uns nicht ein, besonders stolz zu sein und wir haben es halt verstanden, aber alle Asiaten, Afrikaner, Südamerikaner und so weiter nicht. Das bringt uns ins Nachdenken. Wenn es einen persönlichen Gott gibt, gibt es auch einen persönlichen Gegenspieler, den Satan. Zwei Gefahren werden hier letztlich durch Paulus indirekt angesprochen. C.S. Lewis formuliert das so: Es gibt zwei Gefahren in dem Umgang mit dem Bösen. Entweder ist überzubewerten oder unterzubewerten, gering zu achten. Beides ist letztlich eine Strategie des Bösen und beides Mal hat der Satan gewonnen. Wenn man sich nur noch darum dreht und dem zu viel Gewicht gibt, eigentlich ist die Bibel da sehr zurückhaltend in dieser ganzen Beschreibung der unsichtbaren Welt. Und das sollten wir auch sein. Aber die andere Falle ist, es unter den Tisch fallen zu lassen und gar nicht wahrzunehmen. Und wenn wir Böses zu erleben, das so auszublenden. Auch wenn wir jetzt in dieser Corona-Krise viel Böses erleben, auch viel Gutes, dass viele Menschen sich sehr engagieren und wirklich wir viel Gutes auch erreicht haben, auch in unserem Land. Dafür sind wir dankbar. Und trotzdem merken wir, okay, das hat ja alle Ebenen, kommen da auch vor. Zum Beispiel Gemeinden gerade so zu zerstören in ihrer Arbeit, das ist nicht nur eine Freude hier, sondern hier freut sich auch eine unsichtbare Welt. Umso wichtiger jetzt auch diese Texte anzuschauen und für uns fruchtbar zu machen. Kurz nochmal, bevor wir weiter reingehen, diese Überbewertung und Unterbewertung, die kommt bei Paulus hier gut raus. Er sagt in Vers 12, spricht er von Mächte und Gewalten der Finsternis, von einem Heer der Geister in unsichtbaren Welt. Also er gibt dem schon wirklich Gewicht und er weiß, das ist eine Realität, die ernst zu nehmen ist. Aber es ist eingerahmt, und das ist gut so, von dem Sieg Jesu. In Vers 10 spricht Paulus von der Kraft des Herrn und die gewaltige Macht von Christus. Also davor und danach, in Vers 13, schreibt er, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist das Gute, der eigentliche Kampf ist längst gewonnen. Wir sollen jetzt bereit sein, wir sollen die Waffenrüstung anziehen, wir sollen die Strategie des Bösen durchschauen. Aber eigentlich ist das schon klar, dass wir gewinnen, 6:0, 7:0. Christus hat für uns die Tore geschossen. Aber jetzt schauen wir rein, um achtsam zu sein für die Strategie des Bösen. Erstmal, wie wirkt der Teufel? Da hilft es uns, den Namen anzuschauen. Im Griechischen heißt es wörtlich an dieser Stelle Diabolo.
Diabolo, also durcheinander werfen. Der Teufel ist der, der Dinge durcheinander bringt. Das hebräische Wort Satan, was im Alten Testament vorkommt, das heißt wörtlich übersetzt Ankläger. Der, der gegenübersteht, der den anderen klein macht. Also der Durcheinanderbringer, der, der Lügen in den Raum stellt, auch Vater der Lüge wird der Satan genannt, der lügt, anklagt, beschuldigt, beschimpft, verdreht. Was bedeutet das, wenn diese Worte die Taktik oder das Wirkungsweisen des Bösen beschreiben? Erstmal bedeutet es, dass wir hier nicht angegriffen werden mit Atombomben. Mit wie bei Herr der Ringe ist es der Balrog, der da aus der Tiefe kommt mit so Hörnern und so, wie man sich auch manchmal den Teufel vorstellt. Darum geht es hier gar nicht. Gut, in der Offenbarung lesen wir von diesen Bildern und von diesem Endkampf und all diesen Dingen, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber die Bibel spricht, wenn sie von der unsichtbaren Bösen spricht, nicht von irgendwelchen außerirdischen Monstern, die auf mich zukommen mit Dreizack, sondern dass es leises Durcheinanderbringen und Lügen in meinem Herzen sind. Und das macht es so heimtückisch. Das macht es so gefährlich. Der Teufel bringt Dinge zum Schwingen, die in mir schon irgendwie da sind, setzt sich da drauf und treibt es quasi in die Lüge und ins Durcheinanderbringen. Adam und Eva hat diese Frucht gesehen und dann kommt die Schlange, setzt sich da drauf und verwirrt sie und spricht, sollte man nicht und es wäre doch toll und mach doch und Gott hat ja ihr alles verboten und so weiter. Und das ist genau das Gefährliche von der Angriffstaktik des Bösen. Es sind nicht die frontalen Angriffe, sondern das leise, heimliche Lügen und Verleumden in meinem Herzen. Und ich möchte euch mit zwei Begriffen helfen, das ein bisschen zu durchschauen. Es gibt zwei Dimensionen, zwei Angriffsstrategien des Bösen, des Teufels. Das eine ist Versuchung, das andere ist Anklage. Man kann sich's merken, so V wie Versuchung und A wie Anklage. Und ich glaube, ich gehe es gleich ein bisschen durch. Der eine ist hier eher irgendwie so gefährdet, der andere ist hier eher so erreichbar. Lass uns ein bisschen reinschauen, was das heißt. Versuchung bedeutet, dass ich zu hoch von mir denke, dass ich eine zu hohe Sicht von mir habe. Die Bibel nennt es auch Hochmut, kommt vor dem Fall. Und dann tue ich Dinge, die ich nicht machen sollte. Bei Anklage ist die Gefahr, dass ich zu gering von mir denke, dass ich zu klein von mir denke, zu klein von mir fühle und dann Dinge mache, die nicht gut sind. Bei der Versuchung verbirgt der Satan, dass Gott heilig ist, dass es auch einen Zorn Gottes gibt, eine Gerechtigkeit Gottes und denkt, naja, ich bin doch schon, ich kann doch schon, ich bin doch selber groß. Das ist bei Versuchung. Aber der Teufel ist nicht blöd, der dreht das Spiel auch genau andersrum, das kann er auch. Er kann auch Menschen die Liebe Gottes verbergen und nur so diese Stimme der Anklage und des Kleinmachens und du möchtest ein Christ sein und wieder hast du versagt und halt, vielleicht kennt ihr diese Stimme auch. Beides sind im Kern Lügen. Die Versuchung, uns groß zu machen und die Größe Gottes zu verleugnen oder zur Seite zu schieben oder uns klein zu machen und die Liebe Gottes zur Seite zu schieben. Gehen wir nochmal eine Spur tiefer rein. Was heißt Versuchung? Was könnten das für heimliche Lügen oder Lügen in meinem Inneren sein? Ich habe da eine Kategorie gefunden, ein bisschen eine Aufzählung von Tim Keller. Zum Beispiel könnte das sein, bei Versuchung, dass der Satan dir zeigt, dass das doch ein kurzfristiges Vergnügen wäre, das und das zu tun, und blendet die langfristige Folgen aus. Das ist ja oft, man denkt dann nur in dem Moment, das wäre jetzt eine Versuchung, also ein Stück Schokolade, jetzt im harmlosesten Fall, ohne zu ahnen, was morgen die Waage dazu sagt. Genau, wir wissen, dass dieses Wort natürlich viel tiefere Ebenen umfasst. Ein zweiter Weg hier könnte sein, über Versuchung uns zur Sünde zu verleiten, ist Sünde zu relativieren. Also ich denke zu hoch von mir, indem ich zum Beispiel sage, also ich bin ja nicht abhängig, so, ich bin kein Alkoholiker, ich bin nur gesellig und trinke halt so ein bisschen mit oder das machen doch alle, dann kann ich das doch auch. Das sind so diese kleinen Lügen, die sich so festsetzen.
oder dass es Sünde zeigt von anderen Christen, vielleicht sogar von christlichen Leitern oder Pastoren, die irgendwo Vorbilder sind, und zu sagen, guck mal, der hat das doch auch gemacht und der macht das auch, also ist doch auch nicht so schlimm. Oder ein weiterer Weg könnte sein, über Versuchung uns zu erreichen, ist, die Gnade billig zu machen. Zu sagen, ah ja, Gott muss uns ja vergeben, Gott vergibt ja schon und das ist ja sein Job irgendwie. Ich habe es ja auch verdient, weil der ist mir ja gnädig. Dann könnte es auch sein, dass ich einen Bereich meines Lebens gegen den anderen Bereich ausspiele. Dass ich sage, also ich bin ja so gut, ich bin so ein guter Ehemann, ich bin so okay, ich mache so viel in der Gemeinde mit, und jetzt gönne ich mir halt auch mal was. Merkt ihr, das sind solche, das habe ich mir jetzt verdient. Genau, das sind so Anklagepfeile, Versuchungspfeile, wie der Satan versucht, uns irgendwie zur Sünde zu verleiten, indem er uns zu groß von uns denken lässt. Ja, das macht ja einmal, ist ja auch kein Mal. Und komm, du kannst das, darfst das doch schon. Und merk mir, da beginnt ganz heimlich in unserem tiefen Inneren irgendwas. Andere sind eher vielleicht zu erreichen durch die Lüge der Anklage. Der Satan wird auch Kläger der Brüder oder der Christen genannt, der Ankläger. Zum Beispiel ein Pfeil könnte hier sein, dass man mehr auf seine Sünden schaut als auf den Retter. Mehr auf seine Sünden, auf sein Versagen schaut, als auf die Liebe des Retters. In der Pädagogik weiß man, dass wenn man in der Kindererziehung einem Kind eine gute Sache sagt und eine Kritik übt, dass das nicht reicht. Wenn man nur quasi ein Lob und eine Kritik so im Verhältnis 1:1, dann wird das Herz des Kindes vielleicht nicht ganz gesund. Besser ist das Verhältnis 4:1. Das ist eine Herausforderung, aber das ist biblisch. Viermal mehr auf den Retter zu schauen, als auf meine Sünde. Könnte man kurz fragen, warum reicht nicht 1:1? Die Bibel sagt, das liegt daran, dass wir tief in uns drinnen wissen, dass was nicht mit uns stimmt. Tief drin wissen wir, dass wir nicht so leben, wie es eigentlich gedacht war. Deswegen ist jede Kritik geht so tief, weil das so ein tiefes Loch ist. Deswegen braucht es vier gute Dinge, viermal ein Lob und eine Anerkennung oder Respekt oder was auch immer wir brauchen. Viermal den Blick auf unseren Retter, damit wir einmal wieder verkraften können, in unser tiefes Loch, in unseren Schatten zu schauen. Aber das kann eine Versuchung sein, eine Anklage sein, zu viel auf seine Sünde zu schauen. Vielleicht auch vergangene Sünde immer wieder hochkommen zu lassen. Und vielleicht sind da auch Folgen, die sich nicht wieder gut machen lassen. Das kann immer wieder so eine Lüge des Teufels sein, immer wieder Sünde hochzuholen. Es kann auch ein möglicher Pfeil zu sein, zu denken, dass aktuelle Schwierigkeiten das Gericht Gottes sind. Und dann sich immer klein zu machen und sagen, ich habe es doch gewusst, ich habe bestimmt ganz viel falsch gemacht und deswegen bestraft mich Gott. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass jemand so denkt, weil ich den Gott durch Jesus Christus kenne, aber im Gespräch gibt es so viele Menschen, die genau sowas denken und oft so klein werden in sich. Aber letztlich ist das nicht wirkliche Demut. Letztlich ist das ein feuriger Pfeil des Bösen, so zu denken. Und noch ein letzter Pfeil. Das Denken, dass solche inneren Schwierigkeiten, die ich vielleicht habe, solche Zweifel, die ich habe, oder Gefühle, die ich habe, oder unreine Gedanken, die ich habe, die darf doch ein Christ gar nicht haben. Merkt ihr, und da fängt schon wieder diese Stimme an des Verdrehens, des Durcheinanderbringens, des Kleinmachens, die dann fruchtbares Feld überlässt, um wirklich in eine böse Handlung zu gehen. So, die Frage ist, welche Dinge kommen dir eher bekannt vor? Da sind wir auch unterschiedlich. Der eine lässt sich eher hier erwischen und der andere eher hier. Und wenn wir überlegen, wie wir dagegen angehen, dann ist das der erste Punkt zu wissen, wo ist meine Schwachstelle, wo ist meine Achillesferse? Wo bin ich verwundbar? Wo bin ich eher gefährdet? Oder zu welcher Tageszeit? Oder nach welchem Ereignis oder so? Ich merke zum Beispiel, immer wenn ich mich total ausgearbeitet habe, wenn ich total eine stressige Zeit hinter mir hatte, was auch immer, dann merke ich, dann kommen die Lügen umso schneller und umso lauter. Das ist wichtig zu wissen und dann kann ich mir was überlegen, wie ich in so einer Phase, nach einer anstrengenden Phase, wie ich die Zeit danach gestalte, um nicht in so ein Loch zu fallen oder in so eine Versuchungskiste.
Und das Wesentliche, was uns hilft, also das Erste war zu wissen, wo bin ich verwundbar. Das Zweite ist letztlich und zutiefst das Evangelium. Evangelium der Gnade Gottes. Solange ich im Leistungsleben bleibe und nicht aus der Gnade lebe, dann bin ich manchmal total happy und denke vielleicht zu hoch von mir selbst, wenn ich es geschafft habe, wenn ich richtig gut war und dann bin ich du. Und ums Interessante ist, dass wirklich erfolgreiche christliche Leiter ganz tief fallen können. Weil das ist die Gefahr, wenn ich dann doch aus Leistung lebe, dann denke ich wieder zu hoch von mir und dann stürze ich umso tiefer. Aber wenn ich aus Leistung lebe, kann das sein, dass ich auch ständig deprimiert bin, dass ich frustriert bin, weil ich es nicht geschafft habe, dass ich müde bin, weil es nicht geklappt hat und dann ist hier der Nährboden. Das Evangelium ist der Ausweg. Ich muss grundsätzlich aus dem Prinzip der Belohnung raus und in das Prinzip der Ehre eintreten. Weil nur das Evangelium hat die Kraft, mir beides gleichzeitig zu zeigen. Meine Höhe, mein Geliebtsein, aber auch meine Sünden und mein Schatten. Nochmal, wenn ich in Kultur der Belohnung arbeite, dann bin ich entweder total überzeugt, weil ich es geschafft habe, oder ich bin total am Boden. Und dann wechselt das ständig ab, Achterbahn des Lebens. Aber in der Kultur der Ehre, in der Kultur der Gnade, da bin ich gleichzeitig himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und das Kreuz hält diese Spannung zusammen. Das ist ein Lebensgefühl, was wert ist, eingeübt zu werden. Gleichzeitig zu wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und gleichzeitig zu wissen, ich bin ein hoffnungsloser Versager. Und wenn ich in dieser Stabilität bin, durch das Evangelium, dann kann weder diese Stimme noch diese Stimme mir etwas anhaben. Dann kann ich sagen, hey, denk mal nicht so hoch von dir, schau mal auf deine Sünde und dann komm mal ein bisschen runter. Und dann kann ich dem hier sagen, hör auf in falscher Demut zu leben, du bist ein Kind Gottes. Und das anzuziehen, das ist die Waffenrüstung des Glaubens. Nur noch ganz kurz, diese Dimension, ihr kennt auch viel diese Bilder schon, deswegen habe ich gedacht, da mache ich es kürzer, den Gürtel der Wahrheit anzuziehen gegen diesen Lügner, den Vater der Lüge. Den Panzer der Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit Christi, anzuziehen. Seine Gerechtigkeit ist jetzt meine Gerechtigkeit. Die Schuhe, das Evangelium zu verkünden von der Gnade Gottes. Den Schild des Glaubens, das zu glauben, dass Christus für meine Schuld stellvertretend für mich gestorben ist. Den Helm des Heils aufzusetzen, wo all diese flüsternden Stimmen so umherirren. Den Helm des Schaloms, der Gnade aufzusetzen. Und dann das Schwert des Heiligen Geistes, des Wortes Gottes zu ergreifen, des Evangeliums. Interessant ist, dass diese Begriffe oder Waffenteile eher passiv sind. Paulus fordert uns auf, uns unter dem Schutz des Evangeliums zu begeben. Das sind gar nicht so sehr Angriffswaffen. Das Schwert kann für beides genutzt werden, aber der andere ist, ich bleibe einfach standhaft, bin eingekleidet in den Schutz des Evangeliums. Und dann stehe ich auch unter dem Sieg des Evangeliums. Und das ist die große Verheißung und die große Gewissheit, auch in diesen unsichtbaren Mächten und Stimmen, die da kommen und die Anfechtungen, die da sind. Und das Zentrale ist, am Ende, Paulus weiß es, das Gebet. Bei all diesen Dingen, bei all diesem ganzen Epheserbrief, das Wesentliche ist, füreinander zu beten. Diese geistliche Dimension zu ergreifen. Und deswegen lese ich jetzt einfach zum Abschluss die letzten Verse des Epheserbriefes. Ab Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei eure... jetzt habe ich einen schlechten Ausdruck hier. Vers 18 ist nicht ganz zu Ende drauf. Ja, genau, ihr könntet zu Hause nachlesen. Ab Vers 19. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann.
Dann Vers 21. Nun werdet ihr aber auch etwas über mich erfahren wollen und darüber, wie es mir geht und was ich tue. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten bringen. Da wären wir jetzt schon gespannt, was der noch so extra zu sagen hat, aber er packt es wie in so einen Anhang, in so eine Fußnote, weil eigentlich geht es ihm um das Evangelium. Vers 22. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn, Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Amen. Wie wichtig das Gebet ist, wie wichtig es ist, dass Paulus hier betet und zum Gebet aufruft. Das ist uns auch in eigener Sache wichtig. Am Pfingstmontag werden wir aufgerufen sein, mit vielen anderen Christen aus anderen Gemeinden und Kirchen hier in Ulm und Neu-Ulm zusammen einen Gebetsspaziergang zu unternehmen. Unsere Umgebung im Gebet einzunehmen und den Namen Gottes groß zu machen. Schaut gerne auf unsere Homepage, wenn ihr das Video rechtzeitig schaut. An Pfingstmontag seid ihr eingeladen, mitzubeten in unserer Nachbarschaft. Gerade in dieser besonderen Zeit jetzt auch. Als Christen eins zu werden, was kapitelweise Thema des Epheserbriefes ist. Und gemeinsam ins Gebet zu kommen. So, Gott befohlen, die Gnade sei mit euch. Amen.